figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally. Yeah. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Hogwarts Legacy. Hier in einer etwas anderen Welt, kann man sagen. Wir sind nämlich in einem Buch gefangen. Momentan, wir müssen die dritte Prüfung ablegen. Hier wie auch im Leben nimmt der Tod viele Formen an. Meiden Sie sie um jeden Preis. Aha. Oh, jetzt muss ich die noch meiden. Also ich darf keine Ulti setzen. Ich hätte weglaufen sollen. Dann wäre ich jetzt frei. Sie sind weg. Vorerst. Ich muss hier verschwinden. Wo nie voll steckt. Ich muss den richtigen Moment abpassen. Aha. Ja, das ist mal was anderes. Das nenne ich innovativ und vielseitig. Richtig geil gemacht. Aha. Da vorne ist eine Treppe. Aha. Finde ich nice. Könntest du dich mal bewegen, du Scheiß? Knüll, dankeschön. Jetzt sind wir im Wasser, das ist auch gut animiert. Der Tod. Ah. Eine Leiter. Vielleicht finden Sie mich nicht, wenn ich hochklettere. Als ob die dich da oben nicht finden. Das ist meine Chance. Ich komme, Neve. Es sind zu viele. Ich muss die Straße schnell überqueren. Da muss ich hin. Aber vorher muss ich an denen vorbei. Könntest du mal laufen? Hi, tot. Da lauert nur mehr Gefahr. Es muss noch einen anderen Weg geben. Der da wäre. Ich muss umkehren. So komme ich nicht an ihn vorbei. Oh. Verschlossen. Ich muss weiter. Ich habe keine Wahl. Oh Mann. Das ist meine Chance. Indirekt.
Einmal nicht zurückgucken. Dort geht es weiter. Mysteriöser Umhang. Wie kann das sein? Ich bin unsichtbar. Das ist einer der Heiligtümer des Todes. Ja, klar. Bewegt darf er sich auch mal, oder? Ich muss es versuchen. Sie können mich nicht sehen. Ich kann mich ihnen nähern. Das ist richtig geil. Hier geht's weiter. Endlich frei. Aber wo bist du, Neve? Sie sind dem Tod entgangen, aber sie haben mich noch nicht gefunden. Suchen Sie weiter. Doch diesmal können Sie sich nicht verstecken. Hä? Warum nicht? Nutzen Sie den Zauberstab vor Ihnen. Vergeuden Sie nicht seine außergewöhnliche Macht. Oh, den Elderstab. Ich habe noch nie so viel Macht gespürt. Ja, Elderstab, wie gesagt. Hä? Okay. Hat einen dezenten Knall gegeben. Na, ihr kleinen Dullis? Na? Jetzt habe ich den Elderstab, den Unsichtbarkeitsumhang, der Harry Potter hatte. Viel zu einfach. Ja, ich muss ja auf jeden Gegnertypen mal die alte Magie wirken. Ich glaube, die kennen das gar nicht, dass jemand ihnen Paroli bieten kann.
Velio. Das ist richtig nice. Ja, brauche ich halt nicht, ne? Ich bin viel zu mächtig mittlerweile. Und nein, ich spiele meistens die Story nicht auf Geschichte. Ich habe einfach ein ziemlich gutes Gear mittlerweile. Ja, willst du persönlich kommen? Nee. Wie viel Zeit die einem geben? Wenn ein Kampf in 7 oder 8 Minuten oder 16 Minuten. Komplett lost. So, weiter geht's. Wenn wir jetzt noch die dritten Heiligtümer, also das dritte Heiligtum des Todes. Ja. Ein schlichter Stein. Der muss für mich sein. Aber wie hieß der nochmal? Nicht der Stein der Weisen. Jetzt hat sie alle drei Heiligtümer. Sie sind noch lange nicht fertig. Gehen Sie durch die Trauernden vor Ihnen. Nichts ist, wie es scheint. Unfassbar, dass sie tot ist. Arme Neve, sie war noch so jung. Neve ist tot, okay, zu dem Zeitpunkt. Neve, warum? Möge uns die Erinnerung an sie stets leiten. Hi, Sakrate. Es nicht rückgängig machen. Die Magie des Steins beschwört nur einen Schatten meiner selbst. Aber es gibt kein Licht ohne Schatten und kein Schatten ohne Licht.
Das ist mir bewusst. Weil sie die Dunkelheit beseitigen können, sollten sie das nicht immer auch tun. Warum nicht? Denken Sie daran, wenn Sie meine Erinnerung sehen. Und du hast vorhin gemeint, wir sind noch nicht, lange nicht fertig. Also scheinbar schon, zumindest diese Prüfung. Aber die hat mal gebockt. Isadora, was Sie für Ihren Vater getan haben, bemerkenswert. Nicht wahr? Und Percival braucht sich auch nicht um die Gefühlsstränge oder die Spuren dieser Magie Sorgen. Es gibt einen Weg, das alles zu beherrschen. Sie machen weiter. Koboldsilber. Sie haben es einem Kobold gesagt? Keine Sorge, er ahnt nicht, was wir da verwahren. Wir wissen nichts über die möglichen Auswirkungen, die Gefühle, die dunkle... Ach, Sie klingen wie Percival. Und ich kenne sie sehr wohl. Sie ist eine Quelle der Macht, des Fokus. Irgendwie scheint sie meine Zauberkraft zu verstärken. Ich verstehe nicht, Isadora. Wir können sie nutzen. Macht wie diese ist kein Spielzeug. In den falschen... Sie sahen, wie ich meinem Vater half. Oh, Neve, wir könnten so viel Gutes tun. Jeder von uns trägt doch Schmerz in sich. Was tun Sie? Tief einatmen. Spüren Sie das? Oh, Isadora. Schluss damit. Mit all dem. Sie haben diese Macht so lange verheimlicht, weil Sie sie fürchten. Ich gebe mich ihr hin. Revelio. Stimmt es? Jemand hat die ersten drei Prüfungen abgeschlossen? Das ist es. Und das habe ich. Aber Sie sind so... Jung? Ich weiß. Sie müssen Professor Bakar sein. Stimmt. Schön, Sie kennenzulernen. Die Erinnerung aus dem Denkarium eben. Hat Isadora schmerzhafte Emotionen inhaliert? Oh ja. Erstaunlich. Es schien ihr auf geheimnisvolle Weise Macht zu geben, die sie nutzen konnte. Aber wie? Sie scheinen schon eher fasziniert als abgestoßen. Ich teile den Standort meines Denkariums nur ungern mit jemandem, der die Verantwortung der Macht vielleicht noch nicht verstanden hat. Ich versichere Ihnen, Professor, das tue ich. Doch Sie wissen noch nicht, dass ein gefährlicher Kobold namens Renrock sich Zugang zu dem Behältnis auf Schloss Rookwood verschafft hat. Er hat gelernt, den Inhalt als Quelle immenser Macht zu nutzen. Er will diese Macht gegen die Zauberwelt einsetzen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich verstehe. Dennoch ist das Wissen, das Sie über meine Erinnerungen erlangen werden, zu wertvoll, um es unüberlegt weiterzugeben. Ich brauche Zeit, um mich mit den anderen Hütern zu beraten. Uns bleibt wohl nichts als zu warten, so frustrierend das auch ist. Ich hörte, was Sie Professor Bakar erzählten. Isadora atmete Emotionen ein, um Macht zu erlangen? Ja, und sie hat Professor Fitzgerald...
genau wie ihrem Vater Emotionen entzogen. Ohne Erlaubnis. Abscheulich. Sie sagte sogar, sie hätte einen Weg gefunden, die gewonnenen magischen Spuren zu speichern. In Koboldsilber. Die Behältnisse. Möglich. Da ist etwas, das ich vorher nicht sagen konnte. Renrock hat an Orten gegraben, die mit den 5 Namen in den Tagebüchern eines Koboldschlossers namens Bradbord zu tun haben. 5 Namen? Die Hüter. Und wer noch? Isidora Morgannock? Ganz genau. Er war uns immer einen Schritt voraus. Gringotts, der Turm, Schloss Rookwood. Wenn die Hüter Ihnen nicht verraten, wo die nächste Prüfung stattfindet, behalten wir zumindest Renrock im Auge. Vielleicht führt er uns zu weiteren Informationen. Vielleicht. Hoffentlich höre ich bald was von Lodgok. Seit den Bohrern kam nichts mehr von ihm. Oh, und wie Sie bestimmt schon wissen, hat Ihr Vielsaftplan perfekt funktioniert. Ich wusste es. Vielleicht habe ich Black zu gut abgelenkt. Ich wusste ja nicht, dass er nicht viel Feuerwhisky verträgt. Das machst du automatisch, ein Heiligtum des Todes zu benutzen. Ehrlich gesagt. Kann ich noch mit dir sprechen oder so? Ich hätte wegen deines Koboldfreundes nicht so reagieren dürfen. Tut mir leid. Ich hoffe, wir können das Triptychon fertigstellen. Triff dich bitte an der Südküste mit mir. Dann suchen wir den letzten Teil der Leinwand. Okay. Geht es auf Deutsch? Wesley wollte was von mir. Wo ist die Wesley? Deswegen, das war eben schon bei einer Folge so bei Natalie oder wie sie hieß. Die entführt wurde mit ihr hier. Wie hieß sie? Ihr, Nazai Onai, war es auch so. Muss ich ja auch vorlesen. Die sagte, dass er ihnen seine Erfahrung mit dem Phönix mitgeteilt hat. Bitte sprechen Sie bei Gelegenheit mit ihm. Er hat einen durchaus interessanten Vorschlag für Sie, Professor Weasley. Okay. Also haben wir Phönixabflug. Aber das machen wir im nächsten Partner, weil ja, machen wir dann schon noch, aber jetzt gerade, das war wieder mal ein Stück heißes Eisen, was wir angefasst haben. Ja. Wir gehen demonstrativ mal in den Raum der Wünsche. Und wie gesagt, vergesst nicht, in Hogsmeade immer wieder mal die eine Olle zu besuchen für ein Grabhorn oder wie das Ding heißt. Wisst ihr was? Einfach drüber springen. So. Ja. Und ja. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Tüdelü. Figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my